Abflug. Auf geht's, wir müssen die Fressmaschinen besuchen. Freunde, ich bin jetzt in Salzburg angekommen und muss jetzt mit dem Zug noch nach Wels fahren, weil der Manuel ja gar nicht in Salzburg wohnt und ich das natürlich schlauerweise dachte, als ich gebucht habe und die jetzt ewig hier wieder hinfahren müssen. Lohnt sich vom Preis auch gar nicht. Deswegen fahre ich jetzt hier mit der Westbahn noch 50 Minuten nach Wels und da holen die Jungs mich dann ab. Das Wetter ist hier bombig. Seht ihr, dick eingepackt, es sind 17 Grad, die Sonne scheint richtig nice. Doppelfilming. Guten Morgen, meine Freunde. Ja, nochmal auch von meiner Sicht des Tages oder des Morgens. Wir haben 5 Stunden geschlafen ungefähr. Oskar ist hart am Rollen. Ich bin topfit, Mann. Was ist los? Du hast 5 Stunden geschlafen. Berichte zu deinem heutigen Schlaf. Ja, war der qualitativ hoch? Geschlafen. Ich bin. Der Grund, warum ich aufgestanden bin, ist, dass ich auf Toilette musste, aber ihr die Toilette besetzt habt. Und somit musste ich die ganze Zeit wach liegen und musste voll aufs Klo. Büro gefolgt. Und dann bin ich halt wach geworden. Auf jeden Fall, was ihr gestern nicht gesehen habt, aber auf den Channels von diesem Kollegen und ich glaube auch diesem Kollegen, hast du das gefilmt? Fast nur Oskar, ja. Essen? Ja, sehen könnt bei Oskar auf jeden Fall. Wir haben um 2 Uhr nachts noch was gegessen. Ja, die haben ungefähr 2 Stunden Hähnchen, Gemüse und Potatoes, Kartoffeln zubereitet. Das ist natürlich sehr bewundernswert. Langsam machen, damit die Nährstoffe drin bleiben. Ja, genau. Unheimlich. Ja. Sexy. War das dein erstes Sexy? Ja. Auf jeden Fall ist Arne bald auf dem Weg hierher. Er kommt gegen, glaube ich, wenn er 15 Uhr die Bahn nimmt oder 15 Uhr, dann kommt er ungefähr eine Stunde später an. Und wir abfahren dann heute abends noch ins Gym. Heute stehen Beine bei mir an, bei den Jungs Rücken. Problem war, oder warum ich Beine mache eigentlich, ist, weil wir haben gestern am Brust trainiert und der Plan war, dass ich heute dann daraufhin Rücken. Schulterarme trainiere. Ist aber extrem unrealistisch, denn die Stange bei Happy Fit, die war, wie soll man sagen, flexibel. Das Problem ist, die Stange Hat sich gedreht in sich selbst. Und das war halt so krass ungewohnt. Das sieht man auch auf den Videos vom gestrigen Video. Also, dass ich wirklich extrem zitter. Und das hat meine Schulter und meinen Unterarm so krass arbeiten lassen, dass ich sogar in der vorderen Schulter so einen extremen, beziehungsweise selbst in der seitlichen, so einen extremen Pump hatte, dass sich das auf jeden Fall nicht lohnt, heute nochmal dann die Schulter zu zerstören. Deshalb mache ich Beine, die werden dann als nächstes dran, schiebe ich vor. Dann habe ich die hinter mir, also trainiere ohne diese 2 Muschis. Und bei Arne, glaube ich, der hat Beine gestern gemacht oder vorgestern, meinte er. Von daher, ja, ist wie es ist und juckt mich auch nicht. Das sind meine Gains und nicht seine. Genau. Und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Warum bin ich so weiß? Solarium hat extrem viel geholfen. Ja, du bist weißer als vorher. Aha, merke ich auch, ja. auf jeden Fall schauen wir gleich mal, was wir frühstücken. Oskar hat jetzt mal endgültig unser Meal fertiggestellt heute mit Zucchinis, Paprika, Kidneybone, Zwiebeln. Die Jungs schaufeln sich dazu noch mal ein bisschen Toastbrot und hier ein Smoothie. Und was gibt's bei mir? Bei mir gibt's noch mal ein Müsli. Matthias von gestern, die wir gekauft haben, Alnatura, Hafercrunchies und ungefähr 200 Gramm Bananen mit 250 Milliliter Aspartanmilch. Nein, Dinkeldrink Natur, wie Supplify gerne sagt, naturidentisch. Und guten Appetit. Servus.
euch fragt, was wir so den ganzen Tag triben. Die Jungs sitzen seit 2 Stunden, glaube ich, am Karten. Mir ist todeslangweilig, weil Tapia wieder fleißig war. Tapia hat nämlich gestern schon fertig gekartet. Wegen die gekocht haben 2 Stunden lang. Und ich spiele gerade FIFA. Und zwar auf Xbox 360. Wir können uns als YouTuber natürlich FIFA nicht leisten. Deshalb spiele ich eine Demo mit 5 Mannschaften oder so. Eigentlich das gleiche in grün. 1-0, easy. Bringt Spaß. Alleine nicht. Ja, wir müssen noch bald los, denn Arne kommt. Ich habe in der Zwischenzeit schon wieder gegessen, wie von mir zu erwarten ist. Bananen, Äpfel, Kinderschokolade. Was habe ich noch gegessen? Ziege. Ziege. Halbes Hahn. Ja. Wie heißt du nochmal? In Instagram Fitnesselemente_Tapia. Ja. Weil ich möchte dich nicht verlinken. Dann möchte ich mich nicht verlinken und frage deshalb, damit das extra falsch schreiben kann. Tapir mit ER. Genau. Ja, warten wir ab, schauen, ob die Jungs das heute noch schaffen. Das wäre sehr, sehr sexy. Dann können wir endlich mal los. Ich möchte gern Geld ausgeben. Ja, seid gespannt. Könnt ihr bitte ruhig sein, ich kann nicht spielen. Oh, Navas. Und Tor. Sexy, ich hab's auf Kamera. Was geht ab, Fitnessfreunde? Und welcome back zu einem weiteren sexy Vlog. Von uns. Ja, sehr gut. Und zwar hab ich mir Video gemacht. Du dir. Ja, genau. Wir sind so einfallsreich, weil wir extrem viel machen. Ja. Das ist unser Hirn einfach auf, glaube ich, auf Standby dauerhaft läuft. Unfassbar, also. Ja. Wir denken mehr, wenn wir schlafen. Genau. Das ist echt so, ich träume mehr, wenn ich schlafe. Tagsüber läuft gar nicht. Ich träume mehr, wenn ich schlafe. Ja, wir haben so einen sexy Shake. So Prost. Ich habe so Hunger. Ich habe auch Hunger. Alright, danke für das Mixen. Ja, danke schön. Danke schön, Mixer, hier dieses Gerät. Das ist eine Falle, Junge, das ist nur der Deckel. Ah, ist nur der Deckel. Da ist der Mixer, er ist immer noch. Egal, ich habe geschlafen, währenddessen ist mir egal. Powernapping, echt 10 Minuten sind Gold wert manchmal, wenn man kurz einpennt, Viertelstunde, das ist wie. Also, nee, gehe ich direkt am Klo immer. Ja, das ist wie mit dem iPhone, du steckst das iPhone kurz an. Und dann zeigt er 90%, 5 Minuten später ist es wieder 5% auf einmal. Das ist genau das Gleiche. Moin, moin aus. Aus Manuel. Aus Manuel, direkt aus Inside You. Aus Linz natürlich. Ich bin endlich angereist. Nach gar nicht so lang, 3-4 Stunden. Sowas, ja. Ja. Und damit Tapia sagt, damit nicht er immer im Bild ist. Ja. Stimmt. Musst du auch mal was filmen? Jetzt ist wieder. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Scheiße, schon wieder. Wir haben extra gesagt, hey, wir möchten nicht so viel Sex in unsere Videos haben. Das war voll offiziell so guten Tag, sexy. So jeden Tag. Also, ich glaube, dass das mit diesem sexy und nicht so viel sexy sagen, das geht jetzt gar nicht mehr. Ja, ich glaube, du solltest auch deine Mutter sollte diese Videos nicht gucken. Also. Mom, bitte. Ich kann nicht anders. Was entschuldige diese asoziale Art. Wir so ein Piepston da reinfügen, wie ist sexy. Genau. Das ganze Video läuft so. Oh Mann. Ja. Jetzt überlegen wir, was wir tun. Ich glaube, Tapia denkt schon wieder darüber nach, was er essen. Ja, ich denke wieder nach, was ich wusste, weil ich bin was echt. Was gibt's denn? Ich bin echt im Arsch. Ja. Ich merke das jetzt wieder. Ich habe vorhin ein kleines Powernapping gemacht. Irgendwie, wann bin ich? Kurz vor 4 bin ich schlafen gegangen. Und um 9:30 war ich immer wieder wach. Mhm. Es fickt ein und heute ist Beintag. Piep. Ja. Habe ich ja schon 5-mal gesagt. Und jetzt ist sexy Zorn. Ja, zornig. Weil gestern finde ich nicht so schlimm. Also heute nehme ich eine größere Portion. Echt? Ja. Ich habe fast nichts gespürt, außer du bist auch verdammter Junkie hier. Nein. Natürlich, du hast hier das volle Kanne immer rein. Nee, gar nicht. Echt? Nee. Nimmst du denn so viel Booster? Nein. Nein, ich habe ab und zu. Ist für der Kamera jetzt vielleicht nein, einmal nein, am Tag. Nein. Nee, aber auf den bin ich so hängen geblieben. Also den habe ich echt. Aber ich glaube, bei dir ist es auch so, weil du Kaffeetrinker bist. Du trinkst wirklich jeden Morgen Kaffee und dann kommt natürlich zustande, dass das Koffein nicht mehr so. Genau, genau. Und deshalb entweder ich mixe mir selber, ich habe so meine eigenen Subs hier für einen Booster-Mix. Aber diesen Zorn habe ich bekommen von Dennis.
Liebe Grüße, Iron Max Dennis aus Mönchengladbach. Warum schreibt ihr mir schon? Ja, weil ich dafür bezahlt habe. Ach so, okay. Und der hat mir das auf jeden Fall geschickt. Und ich finde ihn nicht schlecht. Er hat natürlich extrem viel Koffein, wie ich finde. 400 Milligramm auf eine Portion ist natürlich nicht ganz so sexy. Ja. Aber wahrscheinlich für meinen Fall natürlich auch sehr gut, weil, ja, weil ich eben immun bin gegen diesen Shit. Aber ich muss dazu sagen, dass ich den meistens nur am Chest Day nehme, wenn ich Bock habe. Also wenn ich sage, ich bin von der Arbeit fertig, ich habe Zeit, ich muss so nichts anderes mehr kümmern. Baller ich mir diesen Booster rein, everyday is chest day, bam, oh. Ja, aber es ist ja sowieso so eine Geschichte, ne? Beim Beintraining, wo man eh schon so krass der Blutdruck hochgeht, dann auch noch so viel Koffein. Stimmt, das ist halt heftig dann. Einige können das ja auch gar nicht ab, oder? Ich bin total im Arsch. Ich kann halt sonst ins Beiner trainieren. Ja, baller dir was rein. Ja, ist egal. Machen wir eine Line. Fünf Tage Kater. Legen wir eine Line her mit. Ja. Rein? Also, wenn ich das mache, werde ich schon direkt 20. 30 Abonnenten minus. Weißt du? Ja, da standen wir raus. Aber danach 100 plus!
Moin, moin aus Happy Fit. Genau, Training ist durch. Training ist durch, meine Freunde. Meine Freunde. Und ja, ich habe doch Rücken trainiert mit den Jungs. Halbwegs. Weil Oscar morgen Beine trainiert. Und dann trainiere ich mit diesem Jungen hier zusammen Beine, hoffentlich. Ja. Wenn er nicht knallt, wenn er morgen nicht wieder resten will. Schulter und Arme. Ja. Schulterarme. Morgen machen wir ein Special Edition. War ein schönes Training. Ich bin schon wieder drauf auf Booster. Schulterarme, Rücken. Ich habe das Gefühl, dass ich verkatert bin ab Samstag. Habt ihr vergessen? Ja, das wird fies, der Crash. Ja, jetzt schauen wir mal, wo wir essen gehen, weil wir keine Ahnung haben. Ne? Ja, es geht wieder los. Burgerista gibt's. Ja, Burger Insta. Instagram Burger. Check. Bleibt dran, mein Freund. Ihr werdet es sehen. Das war der Plan. Oscar, du musst heute zum Besuch zu deinen Eltern. Oh, was? Also, diese Bockpanne möchte ich nicht. Schick dir mal die Speicherkarte per Post. Stop. Was ist das? Ist die Burrito, Tacos. Fahr mal rückwärts. Ist da jemand hinter uns? Egal, trotzdem fahr ich rückwärts. Bam! So, die ganze Bande ist auf der Suche nach Essen. Arriba Café Restaurant sieht sehr merkwürdig aus. Fahren wir noch ein bisschen weiter. Fuck you, jetzt kommt ein Auto. Fuck you. Es gibt sogar Burritos. Was? Vegetarisch? Nein, nicht vegetarisch. Was ist denn das? Gibt's da irgendwas? Burrito Tacos. Salat. Arriba Café Restaurant. Vielleicht gibt es hier die Schepperschale. Tieres ausgelutscht. Kann nicht mehr sprechen. Ist nichts Neues. Tierisch ausgelutscht. Essen wir jetzt einen dummen Döner. Ja. Unterwegs, Lifestyle. Travel Lifestyle. Wir nehmen, was wir bekommen. Aber der ist echt gut, muss bleiben. Ja? Kann ich auch nicht. Riecht gut, also ich glaube, aktuell könnte ich alles essen, auch Elektronik, Metall Elektronik oder sonstige Sachen. Wir haben es eigentlich jetzt Runde 2. Arne hat sich nochmal einen schönen Döner-Teller reingehauen. Ich mir noch einen Dürren. Oski noch eine Pizza mit Spinat, Mozzarella, Käse. Kleine Pizza. Kleine Pizza, die Hälfte gehört mir. Tu nicht so. Das ist eine gesunde Pizza. Das ist eine gesunde, ja. Gesund, weil der Teig aus McDonalds-Teig ist oder so. Und wegen Spinat. Glutenfrei, was du? Und nochmal zwei Brötchen. Ja. Kriegst du noch was? Ich krieg noch sowas. Also sowas mal zwei. Ja, und dann sage ich mal wieder guten Appetit. Man könnte jeden Tag Full Day of Fressen nennen. Ja, Full Day, schon. Full Day of Training und Fressen. Und Manuel hat die 1000 Abonnenten auf YouTube. Auf Abonnenten kommen. Auf YouTube geknackt. Wann folgt das 1000 Abonnenten Special? Ich weiß noch nicht, ich bin so schüchtern. Ich weiß es noch nicht. So, das Abonnentenstudio. Du rufst mich. Ich weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Auf jeden Punkt war er nämlich noch. Nee, es ist mein erstes 1000 Abonnenten-Special. Oh, ich bin gespannt. Ja, ich werde mir auf jeden Fall was sehr Schönes einfallen lassen. Ja, solange wir noch hier sind. Natürlich, mache ich jetzt sofort. Ja, jetzt. Warum nicht? Die ganze Nacht durch. Scheiß auf Schlafen, wird überbewertet. Ich will mein Essen. Willkommen. Außer ich höre nichts. Jetzt habe ich Hunger. Oh, Arne hat Hunger. Jetzt ist der Appetit angeregt. Ja, leicht. Und was sagt Manuel? Und Oscar ist oben die Toilette nutzen, weil unten sehr abgesperrt ist. Safran, du warst da. Ich war da nicht drauf. Ich habe damit nichts zu tun. Das gelbe Band ist da vor der Tür. No, sexy. Oh Gott. Oh Mann. Ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall 0 Uhr. Wartet. 5. Wartet. 5. Und was machen wir jetzt eigentlich noch? Ja, du müsstest mal den Müll rausbringen. Ja, ich bringe den Müll raus und dann cutte ich dieses Video, denn ja, es muss auch mal online kommen. Oh Gott, ich kann jetzt wie so Müll zum Cutten. Ich kann gar nicht. Aber ich probiere es auch. Ich Alter, trotzdem. Alles für die Community. Raussound. Und dann schauen wir weiter. Oh mein Gott. Was ansteht. Oder das sagt der auf der Couch sitzt und nicht cutten muss. Genau. Ja, er muss nicht cutten, er muss dazu gucken. Heute cuttet Arne, oder? Ja, Arne ist cutten. Ja, ich cutte. Ja, aber mit Übergängen, ne? Gibt's direkt mit Übergang. Ja, und hier, unser Fitness-Part zum Beat, mein Freund. Okay. Der Beat wird so. Ja.
Ja, ihr kriegt das Video in 3 Wochen. In 3 Wochen ist es fertig. Oh, alles dran, 3 Wochen später. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr reingeschaltet habt, wenn ihr das jetzt gerade seht. Und wieder, ich habe gerade eben auf Toilette gelesen, wieder sehr, sehr angenehme und freundliche Kommentare. Du musst mal Toilettenvlogs machen. Toilettenvlogs. Full day auf Klopapier. Full day auf Toilettengang. Ne, Spaß beiseite, ist echt sehr angenehm von euch, was uns alles geschrieben wird und vor allem auch privat. Per Snap, per Direct Messenger, Spaß beiseite, das ist echt sehr angenehm zu lesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Von daher machen wir auch vorerst so weiter, ne, und hoffen, dass ihr uns deabonniert. Deabonniert. Genau. Und dann wieder abonniert. Und dann wieder abonniert, genau. Klickt mal bei mir auf Abo, bitte. Genau, klickt bei Manu Berg auf Abo. Ich habe 1000 Abonnenten. Probiert den Kanal hier oben einzublenden. Dankeschön. 1000 Abonnenten erreicht, lasst ihn noch mehr erreichen. Yes. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich das heute noch fertig bekomme. Bis bald, meine.